So, einen wunderschönen guten Abend. Wir machen das gleich vorneweg und da sich jemand beschwert hat, man könnte es nicht lesen. Was haben wir jetzt da an? Moment. Könnte man lesen, oder? Machen wir jetzt wieder an das Hintergrundbild. Also das ist ja unfassbar. Also, Moment. Wir geben mal etwas Licht dazu. Ja, und wie das funktioniert hier. Also passt auf, nachdem jetzt schon ein paar böse E-Mails gekommen sind. Also eine E-Mails kamen gar nicht böse. Kollegen, das war Spaß. Ich gucke mir doch jedes Video in 05 an, wenn andere länger labern. Nee, ich konnte es mir einfach nicht verkneifen, sorry. Ja, viel Spaß bei diesem Video heute, also für Montag. Viel Spaß! So, jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Vlog des LMSVD. LMSDV. Also, jetzt muss ich trotzdem ein kurzes Labervideo machen, weil mich das tierisch ankotzt. Guckt euch doch mal, was mit unseren Steuergeldern beim ZDF veranstaltet wird. Also, ich persönlich, mir ist es ja egal, ob jemand Bio ist oder konventionell ist oder irgendwas dazwischen macht. Ich glaube, wir werden auf Dauer nur voneinander lernen können und irgendwo beides kombinieren. Diese Schwarz-Weiß-Grenze, das müsste einfach ein bisschen aufgeweicht werden. Aktuell in den Lebensmitteln, also man kann das Ganze abkürzen und sagen, pass mal auf, im Regal endet die Moral. Das ist leider so. Und wir sind jetzt aktuell in Krisenzeiten und die Kunden müssen sich dreimal überlegen, ob sie sich das leisten können. Jetzt sind wir nicht überteuer, aber auch wir merken das. Und dann stellt sich so eine Sarah Wiener dahin und sagt, es geht ja nur biologisch. Wie hat sie das so gesagt? Also die anderen sind im Endeffekt scheiße. Und da denke ich mir halt, meine Herren, das ist einfach falsch. Wir werden Deutschland nicht ernähren können, wenn wir es auf biologische Weise umstellen. Soll kein Bashing gegen Bio sein, um Gottes Willen gar nicht. Weil wo das hinpasst, ist das geil. Wo es Kunden gibt, die sich das leisten können, ist auch geil. Aber was ich halt so ein bisschen jetzt gerade sehe, wir prügeln uns jetzt in die Bio-Nische, okay? Und was passiert? Der Preis fällt. Und wem ist damit geholfen? Keinem einzigen. Niemandem ist damit geholfen. Und jetzt sind wir mal ganz, ganz böse. Wenn wir an Bio oder noch höher denken, Demeter, wir wollten ganz zu Anfang die Beeren von den Bärenbauern fürs Joghurt, ja. Und was ist das Ende vom Lied? Ja, die kommen aus Osteuropa. Und warum? Weil es in Deutschland keine gibt. Beziehungsweise, weil die so teuer sind, dass du das Gläschen Marmelade dann nicht leisten kannst. Also, was ist jetzt immer geil? Ich weiß es nicht. Das ist so schwierig, Also, ich finde es einfach immens schwierig, wenn da immer so über den Kamm gestellt wird und dann wieder auf das ZDF-Ding zurückzukommen. Muss man Marie Hoffmann einfach lassen, sauberst argumentiert wirklich war. Und dann kommt eine Sarah Wiener, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Schmeißt irgendeine ganz alte, mit ganz alten Untersuchungen um sich. Ey, das ist doch scheiße einfach so. Also, und wenn da noch eine Moderatorin drin ist, die ihrer Meinung war, die war 100% nie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, ist ja auch nicht schlimm, aber dann soll sie ihre Meinung zurückhalten. Boah, könnte mich aufregen. Und das Ganze von unseren Steuergeldern, unglaublich. Wisst ihr, wie oft ich diese scheiß Rundfunkgebühr zahle? Und wisst ihr, wie oft ich dann wirklich was anschaue davon? So viel. Genau. So, jetzt haben wir das ganze Gemopper jetzt gleich von Anfang an weg, ja.
dann komme ich zu einem, den ich nicht vergessen habe, aber wo ich mir besonderes, ich habe mir einfach was besonders aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, naja, da könnt ihr doch durchaus mal 9 bis 10 Minuten über das Halsband von die Kühe auffällen reden. Macht auch Videocontent. Na, Marin? Viel Spaß dabei! So, René, es ist Montag früh, also ich darf jetzt noch, es kommt noch zum alten Video dazu. Wahrscheinlich schaffe ich es jetzt nicht mehr, dass ich den Martin mal durch den Dreck ziehe. ich bin gerade noch am Milch abfüllen, beziehungsweise ich starte jetzt gleich mit Milch abfüllen. Ich muss da den das soll noch auf die richtige Höhe stellen. Heute haben wir noch einen wichtigen Termin. Geht um Eisproduktion. Müssen wir jetzt mal schauen. Die kommt nicht mehr an, denke ich. Mädels fahren die Maschine gar leer. Da üben reinigt schon fürs Joghurt wieder. So, dann ist das bloß mal gucken, dass er den letzten paar Grad da schafft. Und dann gehen wir da ab dafür. Ich hoffe, dass die Giebelkartons auch noch rechtzeitig kommen, weil wir es schon nachbestellt haben, schon wieder, aber es sind noch nicht da. Das brauchen wir aber. So, Babys Licht heißt Feuer frei. Und deshalb ist es dahinter marschiert. Kontrollieren. Läuft auch. So, sieht gut aus. Und jetzt hoffen wir, dass es reibungsfrei läuft. Und ach ja, jetzt kam der ganz, ganz böse Kommentar, wo ich mir dann gedacht habe, ey, wenn ich der Content nicht interessiert, den ich da vom Besten gebe. Oh. Jetzt aber. Dann muss es auch nicht gucken, ich zwinge da keinen. Insofern, wer das Video von gestern falsch verstanden hat, dann tut es mir leid. Aber hätte das bis zum Schluss angeschaut, wäre die Auflösung nicht gekommen. Unglaublich. Also. So, jetzt läuft das Ding. Also, dann. Bis dann.